herzlich willkommen beim Finanztalk im November. Ich freue mich riesig, wieder im illustren Kreis meiner geschätzten Kolleginnen und Kollegen hier zu sein und heute wieder mit einem super, super spannenden Thema unterwegs zu sein. Denn, wie ihr wisst, sind die versammelten Expertinnen und Experten hier alle extrem fit Börse angeht. Und heute wollen wir uns mal dem Thema Kriterien bei der Wertpapierauswahl widmen. Und ich gehe schwer davon aus, dass euch die vier mit mir hier anwesenden Personen bekannt sind. Wenn nicht, mache ich den Schnellgalopp, damit wir sofort loslegen können. Die liebe Dani ist mit dabei, die unter der Geldfrau auch Blog-Wirtschaftsjournalistin, hat tolle Bücher, tolle Reportagen gemacht und ihr Anliegen ist es vor allem, Frauen zu helfen, mit dem Thema Geld gut klarzukommen. Und das ist auch ein großes Anliegen, was ich total unterstütze und freue mich riesig, dass du hier mit dabei bist. Dann unsere wunderbare Annette, der die Finanzbildung besonders am Herzen liegt, sowohl die Finanzbildung hier als auch die auf dem Konto. Und dazu ist langfristiges Investieren in ETFs zum Vermögensaufbau eins ihrer ganz besonderen Steckenpferde. Aber nicht nur das, sondern es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, über die Annette sehr, sehr gut Bescheid weiß. Und ich freue mich natürlich sehr, dass auch du wieder hier bist. Dann unsere beiden Herren in der Runde. Vincent, mit Freaky Finance unterwegs, hat einen sehr, sehr coolen Blog, ist schon ganz lange auch als Investor unterwegs an den Börsen, hat selber ein erhebliches Vermögen damit aufgebaut und lässt über seinen Blog auch den einen oder anderen immer mal wieder an seinen coolen Erfolgsstrategien teilhaben. Toll, dass du sie heute Abend mit uns teilst. Dann unser Luis, der als Einkommensinvestor auf Bares ist Wahres setzt und vor allem mit Hochdividendenwerten sein Portfolio strukturiert und somit dafür sorgt, dass sein Geld für ihn arbeitet und ihm spannende Dividenden einbringt. Ich freue mich riesig, dass auch du als, sagen wir mal, der Experte für Hochdividendenwerte mit dabei bist und hier wie jedes Mal zum Glück unseren Finanztalk bereicherst. Abend. Und an alle, die zuschauen, ich freue mich auch riesig, dass ihr live mit dabei seid, denn ihr habt die Möglichkeit, vor allem in der zweiten Hälfte, ihr könnt auch jetzt gerne schon reinschreiben, aber vor allem in der zweiten Hälfte uns mitzuteilen, was für euch wichtig ist, was für euch wichtige Themen sind, was ihr gerne wissen wollt, damit wir auf eure Fragen antworten können. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los, wenn ihr soweit seid. Meine Frage an euch vier hier vor allem, dann würde ich sagen, wir starten durch. Kriterien bei der Wertpapierauswahl. Was kann ich denn falsch machen, wenn ich mir so ein Wertpapier aussuche? Was sind Wertpapiere? Was sind geeignete Kriterien? Und welche sollte ich nehmen? Wer mag den Aufschlag machen? Ja, nehmen solltest du natürlich immer das, was in der definierten Zeit die beste Performance machen wird. Und danach halt austauschen, in das nächste umschichten, dass danach die beste Performance macht. Okay, also du hast zu Hause. Nehmen es nur, es klingt halt hier. Das macht die beste Performance. Ist denn Performance das Auswahlkriterium für dich, für ein Wertpapier? Ja, für mich persönlich, ja, Performance ist ja, das ist ja auch die Frage, wie man es definiert. Nehmen wir mal an, ich verspreche dir eine absolut sichere, garantierte Performance von 6% pro Jahr oder 10% pro Jahr, realisierbar allerdings erst in 30 Jahren, dann sagst du, ja, es war schön, bringt mir aber nichts, weil das meinen Zeithorizont, meine Zeitpräferenz übersteigt. Ich möchte halt früher Geld haben. Deswegen ist das mit der reinen, also die reine Performance sagt erstmal ja überhaupt nichts aus. Ne? Und zum Beispiel eben mein, also per se als alleinstehender Wert und also, doch, sagt genau das aus, was sie aussagen soll. Sie aber, sagt naja, halt noch aber nicht die Performance, so, wie schnell kriegt das Geld. Aber selbst wenn ich die wüsste, wäre es halt alleine für sich genommen kein Kriterium. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Boah, das Wichtige ist ja, dass, also was ist das Ziel? Ne? Du brauchst ja ein Ziel, damit du eine Auswahl tätigen kannst. Und das muss eben, also die Auswahl muss zu deinen Zielen und zu deinen persönlichen Umständen passen. Ne? Das ist genau das, was Luis, glaube ich, meint. Wenn du nicht rankommst an die Kohle, selbst wenn das die Rakete ist und du aber in dieser Zeit irgendwie das Geld brauchst für deine Ziele, dann nützt dir das ja gar nichts. Also hast du irgendwann in 30 Jahren was davon, aber dann in 10 oder wann immer dein Ziel da verwirklicht werden soll, kommst du gar nicht ans Geld ran. Von daher ist immer erstmal die Frage, welche Ziele hat man und welchen persönlichen Umständen unterliegt das Ganze.
Okay, also Kriterien sind abhängig von deinen eigenen Präferenzen, von deinen eigenen Zielen, je nachdem, was für dich wichtig ist, ziehen verschiedene Kriterien bei der Wertpapierauswahl. Ihr habt schon gesagt, Rendite und Fristigkeit ist ein wichtiges Thema. Es kennen ja wahrscheinlich einige dieses wundervolle Dreieck, von dem man immer spricht. Da ist dann Sicherheit auch noch ein Thema. Also wie sehr kann ich davon ausgehen, dass das Geld morgen oder übermorgen noch da ist und es nicht irgendwo ist, wo ich es nicht mehr vermute oder wo ich keinen Zugriff mehr darauf habe. Nach was schaut ihr denn? Also, oder vielleicht könnt ihr einfach mal jeder sagen, was ist euer Setting? Ihr habt ja wahrscheinlich alle unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich dieser drei Ausprägungen. Wenn ihr euch an die Geldanlage wagt, wie geht ihr ran? Wo sucht ihr spannende Titel? Wonach screent ihr sie? Wonach fällt ihr eure Entscheidung? Erstmal sind es für mich mittlerweile tatsächlich viele. Ja. Dieser Nachhaltigkeitsaspekt ja doch, heute ist er einfach nicht mehr wegzudenken. Ja? Und gerade für mich persönlich nutze ich diese Nummer 4 in Kombination mit der Rendite. Sprich, ich spekuliere, wenn ich in Einzeltitel arbeite, dann geht es mir tatsächlich darum, Gewinn zu machen. Das kann bei dem einen Titel durchaus mal eine Sache sein, die ich nur für 3 Wochen sehe, bei einem anderen Titel eine, die ich für 30 Jahre sehe. Aber ich muss zugeben, ich mache das tatsächlich komplett unstrukturiert. Was heißt denn unstrukturiert? Also du sagst ja wahrscheinlich nicht, oh, die hat ein Blausfirmen-Logo, finde ich super, das will ich jetzt kaufen. Nein, unstrukturiert meine ich damit, dass ich damit aufpasse, wo ich auf der Welt unterwegs bin oder dass ich aufpasse, dass ich mir, ich kaufe mir zum Beispiel tatsächlich mal keine Anleihen in ein Spekulationsdepot, auf die Idee käme ich dann nicht wirklich, ja, sondern das ist, für mich muss das Spaß machen, das muss für mich ein Wert sein, wo ich die Firma einfach klasse finde. Wie gesagt, das ist dann momentan gerne mal was wie Tesla oder so, dann einzeln gekauft. Ich weiß, ich habe es natürlich in meinen ETFs drin, das ist mir schon klar. Aber das ist ja schon schön, sowas sich auch einfach dann tatsächlich reinzulegen. Ja. Und ja, solche Sachen. Oder ich kaufe mal, war ein Griff ins Klo, auf gut Deutsch, eine saarländische Firma, die beeindruckendermaßen wirklich sehr, sehr erfolgreich war und dann aus mir unerfindlichen Gründen abgerauscht ist. So Zeug kaufe ich da rein. Und das meine ich auch mit unstrukturiert. Das hat ehrlich gesagt keinen Sinn und Verstand. Das macht Spaß, das verdient zwischendurch mal gut Geld. Zwischendurch verliert es auch mal gut Geld, aber das ist weder für meine Altersvorsorge gedacht noch sonst irgendwas. Wenn ich da mal tatsächlich gut Geld verdient hätte, würde ich das tatsächlich sogar rausnehmen und auf den Kopf kloppen für irgendwie nettes Wellnesswochenende, einfach so ungeplant zwischendurch. Sowas würde ich damit machen. Ich würde mir keine Handtasche für 500 Euro kaufen. Egal. Aber ja. Aber sowas. Sowas. Das heißt, du hast weder einen fundamentalen Ansatz, dass du sagst, ich screene die, ich gucke mir die an, noch einen Dividendenansatz, noch einen charttechnischen Ansatz, sondern das, was dich dazu entscheidet, ein Unternehmen zu kaufen, ist, ich finde das Unternehmen klasse, mir gefällt das, was die machen, ich habe das Gefühl, dass die Zukunftspotenzial haben und dann kaufe ich die. Ich gucke mir natürlich die Zahlen schon an. Also wenn ich dann sehe, mein Gott, die sind 7-fach überschuldet, ja, dann wäre das jetzt nicht unbedingt das, der Titel, wo ich, den würde ich dann vielleicht mal auf die Merkliste setzen, weil die Story so toll ist, aber den würde ich nicht zwangsläufig kaufen. Ja? Also ich gucke dann schon mal über die Zahlen drüber, aber das jetzt nicht. Ich habe auch schon welche gekauft, wo ich gesagt habe, na, die Zahlen sind nicht so sauber, dann kaufe ich halt nur 10 Stück. Auch wenn die Kosten natürlich exorbitant jenseits von Gut und Böse sind, dann dafür, aber dann kaufe ich halt nur 10 Stück, aber ich habe sie. Ja, das ist nicht sehr professionell, aber das. Aber das ist auch ganz interessant.
Entschuldigung. Ja, ich fand das jetzt ganz interessant, dass Annette gleich direkt so auf Einzeltitel jetzt angesprungen ist. Also das ist natürlich auch schon wieder eine grundsätzliche Frage. Ein Wertpapier kann ja auch was breiter gefasstes sein wie ein Fonds oder ein ETF. Aber du bist jetzt speziell da auf Einzelaktien eingegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und da geht es ja auch schon los, ne, wie du auch sagst. Das ist ja jetzt nicht wahrscheinlich deine Haupt- und Grundstrategie, in irgendwelche spekulative Einzelaktien zu investieren. Und da fängt es ja an, das, was ich meinte, was ist das Ziel? Und das ist ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, so dein Spaß und wenn was bei rauskommt, ein Wellnesswochenende oder so. Also ein bisschen dein Spaßportfolio. Und dafür ist das natürlich top. Aber ich sag mal, ein wichtigeres Ziel oder was man vielleicht höher gewichten sollte, ist ja sowas wie eine Altersvorsorge oder so. Da würdest du wahrscheinlich gänzlich anders vorgehen. Das mache ich ja komplett anders. Das genau. Mache ich ja komplett ganz streng strukturiert, ganz, das ist wirklich sehr straight. Ja. Das geht über ETFs. Hm? Genau, aber, das meine ich, ne? Weil das sind unterschiedliche Ziele, die dienst du mit unterschiedlichen Anlagen. Also sind genau. Ja alles Wertpapiere, das ist ja das, was wir besprechen. Und genau, deswegen kommt man darauf wieder zurück, was ich sagte, dass es auch ein bisschen dann von den Umständen und vom Ziel abhängt. Und genau. Wie geht's das? Was ihr macht, also du und Luis oder so, ja, mit dem viel über Derivate oder Einzeltitel, jetzt wirklich Einzeltitel meine ich auch Einzelaktien, ja. Ich finde das klasse, aber ich finde das anstrengend. Ja, da ist natürlich was dran, aber auch ich, auch wenn ich da vielleicht nicht so viel drüber kommuniziere wie über die anderen Sachen, aber auch ich habe ja meine Grundanlage ist ja genauso wie bei euch allen wahrscheinlich, was ETF-basiert ist, weil es einfach geräuschlos im Hintergrund und automatisiert läuft, gibt es da nicht so viel zu erzählen, wie wenn irgendwie was Aufregendes mit einer Einzelaktie oder beim Optionshandel passiert. Deswegen kriegt man es vielleicht nicht so offensiv mit, aber auch bei mir läuft ja der große Anteil der Grundstrategie ist einfach auch nur stumpf ETF-Sparen, was eben automatisiert läuft. Und das ist ja das große Ziel, Vermögensaufbau oder Altersvorsorge, die ich ja auch mit ETFs betreibe. Und das andere, ja, das mache ich halt, weil es meistens Spaß macht, mache ich das ja noch nebenher. Und da kommt dann eben, wenn es gut läuft, auch was bei rum. Aber das sind eben auch wieder unterschiedliche Ziele. Das eine soll möglichst, sicher ist immer in Anführungsstrichen zu sehen und automatisiert und einfach laufen. Und das andere, das ist dann eben so ein Hobby, was man benutzt, um eben zusätzlich noch Cashflow zu generieren, wenn es eben gut läuft. Aber es gibt eben auch schlechte Phasen, wie du mit deiner saarländischen Firma, kann man dann eben auch mal beim Optionshandel daneben liegen oder die falsche Aktie einfach kaufen. Ne? Um mal so ganz kurz so ein bisschen vielleicht nochmal Basis reinzubringen. Zum einen, wie ist von euch so die Aufteilung zwischen das ist mein Grundlagen-Vermögensaufbau-Depot und das ist jetzt mein Einzeltitel-Depot und was habt ihr für Renditeerwartungen an das eine und an das andere? Und dann finde ich spannend trotzdem immer noch, nach welchen Kriterien, Annette hat schon gesagt, einfach Spaß an der Freude am Unternehmen, aber vielleicht gibt es bei den anderen noch andere Entscheidungskriterien, die dazu führen, zu sagen, hopp oder top, nehme ich rein oder auch nicht. Dani hat noch gar nichts gesagt heute. Ich wollte Luis noch den Vortritt lassen, weil ich in der Tat ja auch nicht besonders umfangreich in Einzeltitel investiere, sondern hauptsächlich über ETFs. Aber ich meine, ETFs sind ja auch Wertpapiere. Und wir können ja auch mal anfangen mit ETFs und dann auf die Einzeltitel gehen. Was sind meine Kriterien? Oder du sagtest irgendwie Gewichtung. Ich bin jetzt bei etwa knapp unter 10% in Einzeltitel investiert und etwa, dann so 30% in Tagesgeld und Anleihen und der Rest in ETFs. Und so in etwa sind die Gewichte, es verschiebt sich zurzeit alles gerade so wild. Was ist mir bei ETFs wichtig, ist natürlich zuerst mal das Anlageuniversum. Also wo will ich investieren? Meine ersten, die Grundinvestments sind alle in die Welt rein. Also Welt-ETFs, dann ist mir wichtig die Gesellschaft, wer den ETF auflegt. Dann gucke ich sehr stark auf die Tracking-Differenz.
Das ist mir wichtig. Nachhaltig lernen, was Tracking-Differenz ist bei der Gesellschaft? Tracking-Differenz ist quasi die Qualität der Nachbildung des Indexes, des ETF. Ne? Die sollten möglichst null sein oder negativ. Also wenn die Tracking-Differenz negativ ist, dann läuft der ETF sogar besser als der Index. Aber in der Regel ist es so um null. Prozent. Und das ist, darauf achte ich schon, also wenn da eine Tracking-Differenz von 0,8 oder sogar 1% steht, dann das wäre für mich schon ein Faktor, wenn das häufiger passiert, den ETF definitiv nicht zu nehmen. Und Annette will irgendwas sagen. Ja, weil wie ist dann bei dir die Replikationsmethode gewichtet? Physisch. Wie gewichtet? Ja, physisch. Das, genau, das kommt noch dazu. Ja, in der Regel, wenn das Tracking hat. Genau, ich gehe immer in physisch, nicht in Swap-basiert. Die meisten, das kommt noch dazu. Das ist noch wichtig für mich. Was gibt es denn noch? Ich hoffe übrigens, die Zuschauer versteht alle, was physische oder synthetische, also Swap-basierte ETFs sind. Ne? Wenn nicht, schreibt es rein, dann erklären wir es natürlich alle. Genau. Also das sind so für mich im Grunde die Hauptkriterien und natürlich die Fondsgröße, also so ganz kleine, also unter 100 Millionen Fondsgröße. Da gucke ich höchstens bei nachhaltigen, da erspare ich einen, der liegt bei 50 Millionen, dem gebe ich einfach eine Chance, aber eigentlich alles über 100 Millionen. Und natürlich die Kosten, aber die Kosten, die sind im Moment alle so unter, also deutlich unter 0,6%, das ist ja schon relativ teuer. Aber da lege ich nicht so den großen Wert, also wenn jetzt eine 0,6% hat und niedrige Tracking-Differenz und alles andere ist okay, dann vergleiche ich ja dann auch mit dem Index und den anderen und meistens performen die manchmal sogar besser als die niedrigere Gesamtkostenquote haben. Das sind so meine Kriterien, die ich anlege an die ETFs. Mhm. Man könnte noch schauen, ob der Sparplan fähig ist, wenn einem das wichtig ist. Es gibt nicht alle ETFs sind sparplanfähig. Viele wollen halt monatlich eine gewisse Summe einsparen und das ist nicht für alle möglich. Mhm. Das fällt mir gerade noch ein bei ETFs. Ja. Oder halt auch, wie lange es den schon gibt, hängt ein bisschen auch mit dem zusammen, was du sagtest, mit dem Volumen. Ne? Klar, wenn es den schon länger gibt, wird das Volumen wachsen. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was eben die Gefahr in Anführungsstrichen ist bei kleineren ETFs vom Volumen her oder die es noch nicht so lange gibt. Naja, dass sie vom Markt wieder verschwinden, ne? Dass du dein Geld wieder zurückbekommst und du dann schon wieder den Auswahlprozess starten musst. Vielleicht werden sie auch verschmolzen mit einem anderen ETF. Dann hast du dir einmal die Arbeit gemacht. Also deswegen würde ich da eher auf größere Volumina gehen. Genau. Also es ist auch wichtig zu wissen, dass das Geld natürlich da nicht weg ist. Es ist genau wie du sagst, man kriegt es natürlich zurück oder es wird automatisch mit einer anderen Gesellschaft oder mit einem anderen ETF verschmolzen. Aber es ist halt nervig, dass man dann quasi wieder mit dem Auswahlprozess von vorne anfängt. Deswegen kann man von vornherein darauf achten, dass es ein gewisses Volumen hat von der Größe. Über 100 Millionen hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Ganz gut. Dann kann man davon ausgehen, dass der ETF am Markt bleibt und dass man nicht dieses Problem hat, dass man neu auswählen muss. Genau. Mhm. Also das sind so meine. Annette, noch eine Ergänzung? Ja. ganz neue ETFs. Im Moment hagelt es ja wieder an neuen ETFs. Alle angeblich ESG-Kriterien top. Das sind übrigens Nachhaltigkeitskriterien, ESG-Kriterien. Da muss man... Bei sowas muss man aufpassen, ob es tatsächlich ein Greenwashing ist oder ob es tatsächlich so gemacht wird, wie es auch von dir als derjenige, der das Ding kaufen will, wie das gedacht ist. Ja? Es kann durchaus ein Warenhändler wunderbare ESG-Kriterien erfüllen. Das ist gar kein Problem. Ja? Es könnte aber sein, dass du das trotzdem eigentlich nicht kaufen willst. Ja. Und da kommt man dann nicht umhin, dass man in die Fonds wirklich genauer reinguckt, auch wenn das dann tatsächlich auch Arbeit macht. Aber das macht ja nichts. Man macht sich die Arbeit ja in der Regel nur einmal. Guckst du direkt in den, ich gucke immer direkt in den Geschäftsbericht noch rein. Ich gucke auch in die Geschäftsberichte. Die Geschäftsberichte, da steht nämlich
Jetzt fällt mir es gerade nicht ein, aber da müsst ihr runter, also da müsst ihr den ETF eingeben und dann wird das ausgespuckt, weil das sind Geschäftsberichte von 600-700 Seiten und so kann man sich dabei helfen. Genau. Was sucht man dann in den 700 Seiten? Also in Bezug auf ESG oder hier? Nee, direkt den Fondsnamen. Und dann werden zu diesem Fonds alle Unternehmen aufgelistet, die in diesem Fonds drin sind. Mir fällt leider Statement of Entities oder so. Entity. Ja, gut, aber dann sind da irgendwie 1000 Firmen drin, die du total toll findest und drei, die jetzt deinen Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen. Und dann kannst du dir überlegen, ob du den Frosch schluckst oder nicht. Genau. Es geht immer um Krötenschlucken dabei. Also ja. Man wählt dann das kleinere Übel sozusagen. Genau. Also das kommt halt darauf an, wie wichtig dir das ist. Ja? Also mir, ich würde... Weil ich könnte wetten, dass man keinen Fonds oder ETF findet, wo 100% Unternehmen nur drin sind, die man nachhaltig toll findet. Deswegen, für dich ist nachhaltig mit Sicherheit was anderes wie für mich und für uns beide ist nachhaltig was ganz anderes wie für Fondsgesellschaften. Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass wir da relativ nicht übereinkommen. Und das sind genau die Geschichten, wo ich dann sage, okay, und jetzt weiche ich tatsächlich auf Einzeltitel auf, weil ich das, was ich wirklich will, was ich wirklich fördern will, das kriege ich nicht so, wie ich es haben möchte, also suche ich mir die Firma raus. Punkt. Und dann investiere ich gleich in die eine Firma mit allem Für und Wider, was da dran hängt. Ja. Wie gesagt, das sind so die Kriterien, wo ETFs an ihre Grenzen stoßen, wo sie das nicht mehr leisten können. Ja? Oder ein ETF, es gibt keinen ETF, hatte ich mal so eine Zeit, eine Kundin, die war total begeistert von der 3D-Drucker-Technologie. Die wollte unbedingt in die 3D-Drucker-Technologie mit allem, was drumherum hängt. Ja? Ja, natürlich gibt es tatsächlich einen Index mit 3D-Drucker-Technik. Ja? Ja, aber dummerweise läuft darauf nur ein Zertifikat, weil das ist viel zu eng, viel zu klein, um darauf ein ETF draufzusetzen. Was soll ich denn ein ETF machen mit 6 oder 7 Unternehmen? Das ist ja Quatsch. Ja? Also bauen die dann dazu dann ein Zertifikat. Dann muss man halt auf sowas drin ausweichen. Aber dann ist man halt schon sehr, sehr speziell. Was sich dann wiederum mit der Geschichte beißt, ich mache eine grundsätzliche Altersvorsorge. Weil umso spezieller ich werde, umso weniger bin ich in der Grundsätzlichkeit drin. Ja, genau. Was haben wir für ein Problem bei Zertifikaten? Da haben wir ein Emittentenrisiko wahrscheinlich und dann kann es eben auch weg sein, das Geld. Und dann fehlt halt wieder diese Sicherheitskomponente in diesem Renditedreieck. Also extrem stark halt in dem Fall. Mhm. Ja, so kann es gehen. Und aber wer so in die Nische gehen möchte, ich meine, bei der richtigen Brokerwahl, das kostet ja heutzutage auch nichts mehr oder sehr, sehr, sehr wenig, dann kann man sich natürlich wieder sowas selber basteln. Aber da kommt natürlich wieder so ein Ziel ins Spiel, wenn ich sage, ich bin bequem. Ne? Also ich habe mal einen in einer Schulung gehabt, der tatsächlich in seinem Depot über 360 Einzeltitel gehabt. Also er hat quasi seinen eigenen Fonds zusammengebaut. Das fand ich dann auch etwas viel. Und um kurz mit einem Vorurteil aufzuräumen, also ich bin jetzt ja auch nicht übermäßig in Einzeltitel exponiert. Du bist ein Dividenden-Junkie, doch bist du. Ja, aber das braucht man nicht über Einzeltitel machen. Das geht auch wunderbar über Trusts und börsennotierte Fonds und ETFs. Also auch da kann man das ganze Spektrum so abdecken. Allerdings habe ich das bei mir natürlich also sehr, sehr strukturiert. Ja, ich habe ja für mich so vorgegeben, 48 fixe Positionen, die so austariert sind, dass ich eben möglichst weltweit ganz, ganz viele Einkommensquellen erschließe. Und das Ganze eben tatsächlich ausdifferenziert eben über Branchen, Regionen, Währungsräume etc. pp. Diese 48, hat das irgendeinen speziellen Sinn oder magst du die Zahl einfach? Das hat sich, glaube ich, mal so ergeben, weil ich das quasi so in 4 Rubriken unterteilt habe und 12 pro Rubrik fand ich ganz gut handelbar, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und da haben sich die 48 ergeben. Ne? Ist jetzt nicht irgendwie verlesen in Per Anhalter durch die Galaxis. Ne? Also von daher. Ne? Und das ein Glücksbringer. Ja. Und das habe ich halt auch kombiniert mit einem fixen Regelsystem. Also ich breche das wirklich von ganz oben runter, wie Vincent gesagt hat, das ist das Ziel. Ja, mein Ziel ist eben halt wirklich eben keine spannenden Dividenden, sondern wirklich ein möglichst konstantes
laufendes Einkommen zu erzielen und dann eben zu überlegen, naja, wie offensiv und defensiv soll das austariert sein und danach eben zu gucken, mit welchen unterschiedlichen Positionen und das ganz am Ende kommt dann mit welchen Wertpapieren. Und die Einzeltitel, das ist dann auch in meinem persönlichen Regelwerk, was ich eben, um mich selber zu binden, ja, auferlegt habe, da steht dann eben auch, also da sind eben auch so Sachen wie eben, ja, das sind also maximal ein Viertel eben in, nee, weniger sind es, 15% Einzeltitel maximal. Also wirklich sehr, sehr untergewichtet, weil mir auch vollkommen klar ist, dass eben das Einzelwertrisiko hemmungslos unterschätzt wird. Ne? Genau, und da das Ganze dann eben noch, was ist das Ganze? Und dann noch teilweise kombiniert eben mit einer Optionsstrategie, aber eben auch einer ganz konservativen. Und eigentlich ist das auch was ganz, ganz Langweiliges, ja, weil es eben sehr, also es ist wirklich völlig unspannend. Ich habe auch kein Spieledepot, muss ich dazu sagen. Also alles komplett in einem Ansatz und also im Wertpapierbereich und gut ist. Machst du was Spannendes? Wenn alle sagen, total konservativ, außer Annette, die sagt, im Saarland fand es auch mal spannend und dann war es weg. Meintest du mich gerade? Ich habe den Namen nicht verstanden. Machst du was spannend? Also du hast ja gerade gesagt, total langweilig, total unspannend. Dani und Annette haben auch gesagt, super strukturiert, den großen Teil in ETFs, ganz wenig in Einzeltitel. Annettes Einzeltitel, hat sie gesagt, sind völlig unstrukturiert nach Lust und Laune. Und Luis hat gesagt, bei ihm ist es jetzt auch nicht durchstrukturiert und eher konservativ. Machst du was Spannendes? Also bei mir ist auf jeden Fall immer was los, ja. Das kommt daher, also ich bin ja so ein Diversifikator, also ich mache das alles ganz breit und also das fängt ja an mit ganz verschiedenen Anlageklassen, wobei wir ja heute nur über Wertpapiere reden, aber bei mir geht das eben halt oben los mit Immobilien und dann eben Wertpapiere und dann kann man ja immer weiter runterbrechen. Also wenn man sich Wertpapiere anguckt, dann hast du Aktien, ETFs, was wir eben schon gesagt haben, oder Zertifikate oder dann eben Optionsstrategien und so weiter und so weit immer runterbrechen und dann geht es ja weiter, kann man ja auch streuen, also über die ganze Welt oder spezielle Regionen, dann kann man über Währungen diversifizieren und so weiter und so fort. Das ist ja und über, sag mal schnell, also Kategorien. Anbieter. Hier, Anbieter kannst, du kannst auch über Anbieter diversifizieren zum Beispiel. Bei Fonds und ETFs über Anbieter und was ich aber meinte ist, ich komme nicht drauf, also verschiedene fehlt mir das Wort. Branchen? Branchen, genau. Ja, sorry, genau. Also über ganz verschiedene Branchen und so weiter. Ja. Und das ist, was ich ja mache, also immer weiter runterbrechen. Und ja, da kommt natürlich auch immer was, irgendwas auf, wo irgendwas los ist, dass mal irgendeine Aktie floppt wie dann Wirecard oder bei den Optionen geht da mal was schief oder auch im Bereich Immobilien habe ich immer einigen Spaß mit den Mietern und so weiter. Ja, also das ist schon spannend und aufregend, aber eigentlich macht das auch den kleineren Teil meiner Anlagestrategie aus, weil der große Teil ist bei mir halt auch regelbasiert und ETF und automatisch und so weiter. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es darüber eben gar nicht so viel zu berichten, weil das alles so durchläuft und das, wo dann Spannung reinkommt, das ist eigentlich der kleinere Anteil, aber über den berichte ich mehr, weil da eben mehr passiert. Ja. So sieht das aus. Aber wir haben noch gar nicht gesprochen über ja, solche ja, Kennzahlen, wenn man sich jetzt Einzelaktien oder auch Fonds oder ETFs anschaut. Nicht? Also da gibt es ja auch ganz verschiedene Bewertungsmethoden und so weiter, verschiedene Kennzahlen, die man sich im Bereich Aktien oder Wertpapiere anschauen kann. Und das ist natürlich auch immer ja, wichtig. Oder es gibt natürlich auch noch Charttechnik, die man berücksichtigen kann und so. Da schwört ja auch jeder so ein bisschen auf was anderes oder auf irgendeinen Mix daraus. Und das spielt natürlich bei mir dann auch so ein bisschen eine Rolle, wenn ich mir Einzeltitel oder auch natürlich Sammelanlagen da anschaue. Da gibt es ja so tolle Tools wie den Aktienfinder oder Dividendenkalender, wo man dann das schon so ein bisschen aufbereitet bekommt und filtern kann, toll und so weiter. Ja, und da tobe ich mich dann aus und suche mir was Hübsches raus. Bei mir kommt auch immer so ein bisschen ja so Bauchgefühl dazu. Also habe ich einen Draht zu einem Unternehmen oder ein Gefühl dafür irgendwie? Also
das bringt mir meistens nichts, wenn ich da was rausfilter, was, wo ich kein Gefühl oder kein Draht so aufbauen kann, dann investiere ich eher weniger, als wenn sich da irgendwas ergibt oder ich das kenne oder irgendwie Erfahrung damit habe. Ja, sollte man eigentlich vielleicht auch rauslassen, aber bei mir ist das schon mit ein ausschlaggebender Punkt. Ja, wie macht ihr das mit irgendwelchen Kennzahlen? Weil die müssen ja auch so ein bisschen zusammenspielen. Es gibt ja nicht die eine Kennzahl, die jetzt wichtig ist. Natürlich auch wichtig zu wissen, dass man jetzt meinetwegen nicht nur auf das KGV guckt oder so. Das gibt ja dann Sachen, die zusammenspielen und zusammenpassen müssen. Sonst kann das auch ein trügerischer Eindruck sein, so eine einzelne Zahl für sich. Wie handhabt ihr das denn so? Darf ich dich zuerst noch was fragen? Ja, gerne. Cool. Also, jetzt gerade deine Optionsscheine. Ich finde das ja immer hochspannend. Ja, das sind keine Scheine, das sind Optionen. Optionsscheine ist was anderes. Die machen wir nicht. Das sind die Bösen. Ja, aber die sind spannend. Die sind spannend, aber die mache ich nicht. Ja, aber du rollst ja. Ja? Ich rolle, ja. So, ja, also pass auf. Erklär doch bitte kurz vorher mal, was Optionen sind und Optionsscheine. Fände ich gut. Ja, Optionsscheine sind im Grunde nichts anderes als Zertifikate. Also ist auch ein Versprechen einer Bank. Und das kann man dann eben käuflich erwerben. Und das bezieht sich dann eben auch auf einen Wertpapierkorb oder Index oder Einzelwert. Und eine Option ist letztendlich ja ein Recht, dass du über eine Terminbörse handelst, direkt mit dem Konterpart. Ja, und es ist also unverfälscht, es ist von vornherein, alle Bedingungen sind klar vorgegeben, im Gegensatz dazu zum Optionsschein, da gibt das ja der Emittent vor. Kann man sich natürlich fragen, warum sind Optionsscheine so beliebt? Ja. Genau, also das jetzt so in Kürze. Ansonsten, Vincent und ich, wer das mal genauer nachgucken will, wir haben ja so ein kleines Format, Videoformat zu dem Thema und ich glaube in Folge 1 sind wir genau auf diesen Unterschied eingegangen zwischen Optionsschein und Optionen. Ja. Aber wichtig wirklich, immer Optionen nach Möglichkeit vorziehen. Das ist das Unverfälschte und Direkte. Ja, genau. Was ich da spannend dran finde an Optionen, ist eben, dass man sie auch verkaufen kann, als Stillhalter agieren kann. Das kannst du bei Optionsscheinen nicht. Du kannst nur Optionsscheine kaufen und bist eben von den Emittentenbedingungen abhängig. Optionen kannst du verkaufen und dann bist du in dem Moment, bist du der Versicherer oder die Bank. Und man sagt ja immer, die Bank gewinnt immer. Also du bist quasi auf der netteren Seite und die Wahrscheinlichkeiten sind auf deiner Seite, weil in verschiedenen Fällen oder in dem Großteil der möglich eintretenden Fälle bist du auf der Gewinnerseite und du hast auch noch den Zeitwertverfall auf deiner Seite und das läuft eben auf der anderen Seite genau gegen dich. Du kannst natürlich auch Optionen kaufen. Ich könnte keine verkaufen, wenn sie keiner kauft. Aber der sichert sich als gegen irgendwas ab und also der kauft quasi eine Versicherung von mir und gibt mir dafür eine Prämie. Und, so trete ich da als Versicherer auf und das ist eigentlich das Grundprinzip, was ich daran interessant finde, als Stillhalter zu agieren. Kannst du es mal konkret mit Zahlen? Also ich möchte jetzt eine Aktie kaufen zum Preis von 10. Ja, und was machst du als Stillhalter? Ja, ich verkaufe ja eigentlich die Versicherung. Du möchtest mir die abkaufen oder was ist dein Part? Erklär einfach mal, was macht ein Stillhalter? Also wie sieht das konkret aus an einem konkreten Beispiel? Ja, ich verkaufe meinem Counterpart das Recht, eine Aktie bei mir loszuwerden zu einem vorher definierten Preis. Okay, also er sichert sich halt also ab, ja, die Aktie steht heute bei 25 und er möchte sicher sein, dass er in 4 Wochen noch 23 pro Stück dafür bekommt. Mhm. Dann kauft er von mir die Option, dass er bei mir in 4 Wochen ankommen kann und mir die Aktie für mindestens, also für 23 noch verkaufen kann, obwohl die vielleicht am Markt an dem Tag schon unter 23 notiert. Das heißt, in dem Fall habe ich eine Differenz und das ist mein Verlust. Er hat sich eben abgesichert auf die 23. Schlechter kann es für ihn nicht kommen. Das ist das, was er kauft bei mir, die Versicherung, dass er seine Aktien noch für 23 in einem bestimmten Zeitraum los wird. Das müssen nicht 4 Wochen sein, das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Das heißt, du gehst das ein, wenn du davon ausgehst, die Aktie bleibt mindestens bei 23 oder wird teurer, weil dann wird der das nicht ziehen, du kassierst die Optionsprämie und hast einfach... Genau, ich kann also ich als Stillhalter gewinne, wenn die Aktie steigt, ich gewinne, wenn sie halt seitwärts läuft und ich gewinne sogar, wenn sie jetzt von 25, wie ich gesagt habe, bis 23.01 sogar fällt, also sie kann sogar bis knapp über den Strike fallen, also in
In 3 von 4 Fällen gewinne ich, weil ich verliere nur, wenn sie wirklich unter den Strike fällt. Und das ist ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Dass 3 von 4 Fällen sind 75%. Und der andere hat eben nur die verbleibenden 25%. Deswegen ist es wesentlich attraktiver, auf der Verkäuferseite zu sein. Und dann ist es eben so, dieser Preiswertverfall, der spielt für mich als Stillhalter. Die Zeit spielt einfach für mich. Je dichter ich an den Verfallstag komme, umso weniger wird die Option wert. Und weil ich die ja verkaufe, also und eventuell zurückkaufen müsste, wenn ich glattstellen will, ist es für mich attraktiv, wenn sie günstiger wird. Also ich verkaufe möglichst für viel Geld und das Glattstellen, das Zurückkaufen muss ja für möglichst wenig Geld erfolgen. Das heißt, ich profitiere davon, wenn diese Option immer günstiger wird. Hört sich erstmal komisch an, aber du musst ja andersrum denken, weil ich ja der Verkäufer bin. So, und das ist das ganze Prinzip. Nach hinten raus, in den letzten 30, 40 Tagen ist der Zeitwertverfall viel steiler als in den Monaten davor. Das heißt, ich verkaufe meistens Optionen in den letzten 30, 40 Tagen befindlich und profitiere gleichzeitig noch von diesem stärkeren Zeitwertverfall. Das sind so die Vorteile des Stillhalters, warum ich das ganz attraktiv finde. Trotzdem kann man damit, habe ich ja auch schon live erlebt, ziemlich ins Klo greifen. Das wollen wir nicht verschweigen an der Stelle. Ja, deswegen ist in dem Bereich noch wichtiger, fast als bei Aktien oder Fonds, wirklich ein ganz hammerhartes Risikomanagement. Also eine extreme, also Regelbindung, also handhab ich das ja. Ich meine, auch da haben wir uns ja mal drüber ausgetauscht. Haben wir, glaube ich, auch eine Folge, ne? So ein Risikomanagement. Das muss man da ganz, ganz rigoros durchziehen, weil das Prinzip Hoffnung wird dort schnell extrem teuer. Ja. Ja. Also von daher nur gut vorbereitet da reingehen. Aber nach was sucht ihr denn diese Papiere aus, um jetzt mal bei den Kriterien zu bleiben? Die Papiere oder die Optionen? Also genau, was ich da wichtig finde, ist halt einfach auch das Underlying, auf das man Optionen verkauft. Weil ich sage immer, das Schlimmste, was mir passieren kann als Stillhalter, ist halt, dass ich 100 geile Aktien angedient bekomme. Und das liegt ja an mir, welche ich da aussuche. Das heißt, für mich ist dieses Vorfeld, meine Watchlist oder die Liste an Aktien, die ich gegebenenfalls veroptioniere, mit dem Hintergedanken, wenn es blöd läuft, kriege ich die ja ins Depot eingebucht, weil das ist ja die Verpflichtung, die ich eingehe. Sprich, ich muss möglichst sicher sein, dass ich mit den Aktien leben kann, die ich veroptioniere. Das heißt, ich muss halt also meine Hausaufgaben machen, mir eine Watchlist aufbauen mit Aktien, die ich attraktiv finde. Und ja, da kann man jetzt natürlich, das ist wieder Interessengeschichte, worauf man da achtet, ob man jetzt eine hohe Dividende bevorzugt oder. Bei Optionsgeschäften ist das natürlich interessant, wenn ich eine Aktie eingebucht bekomme, dann habe ich danach auch wieder Möglichkeiten als Stillhalter, nämlich mit dem Covered Call, mit einem gedeckten Call. Das ist dann quasi das Gegengeschäft so zu einem Short Put. Das führt jetzt aber zu weit, haben wir auch eine Folge gerade zugemacht. Und gleichzeitig, während man quasi wartet, dass man über einen Call diese Aktien wieder los wird, kann man dann eben auch noch attraktive Dividenden kassieren, wenn man sich dann für Dividendenaktien zum Beispiel entscheidet. Was ist denn dann erwartungswert, sowohl bei Optionen als auch in deinem Aktiendepot als auch in deinem ETF-Depot? Bei ETS rechne ich einfach nur mit den langjährigen Mitteln da von 6% oder was nach Inflation und einfach stumpf laufen lassen. Und dann, wenn man natürlich sich an Einzelaktien ranmacht, dann sollte möglichst ja die erwartete Rendite zumindest ein bisschen höher sein, weil sonst kann man sich ja eigentlich sparen. Es sei denn, man hat solche Ziele, wie Annette zum Beispiel sagte, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen bestimmte Unternehmen nehmen möchte, weil die eben meinen Nachhaltigkeitskriterien zum Beispiel entsprechen und ich das über einen ETF nicht so toll hinkriege und so. Aber ansonsten ist das natürlich der Grund, oder bei mir ist zumindest der Grund, dass ich versuche, eine höhere Rendite als mit einem breit gestreuten ETF abzugreifen. So, also irgendwie 9-10% oder mehr. Und bei Optionsgeschäften, da gibt es ganz verschiedene Ansätze, was man sagt, dass man irgendwie 1% pro Monat oder sowas, dann ist man halt eben auch aufs Jahr gesehen doch mehr als bei dem Doppelten sozusagen, wie bei so einem ETF. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie viel Risiko man da geht und so weiter. Aber das sind so Größenordnungen, wo ich ungefähr drauf abziele, ja.
Und noch einen fundamentalen Unterschied natürlich zwischen einer Wertpapier- und Optionsstrategie, nämlich die Wertpapierstrategie, die kannst du ja komplett passiv laufen lassen. Ne? Also zum Beispiel mein Einkommensdepot, da werkele ich zweimal im Jahr dran rum, einmal im Januar, einmal im Juli. Das reicht. Das läuft dann wirklich dann komplett auf Autopilot. Das geht natürlich bei Optionen nicht. Also da sind wir eigentlich im Prinzip nicht, meiner Meinung nach, bei der Geldanlage bei der rein, sondern das ist so ein Mikro-Business, ja? Weil da wirklich irgendwie mal spätestens alle 2 Tage mal 10 Minuten investieren musst. Ne? Und wenn ihr jetzt, wir haben schon gerade bei ETFs gesagt, ihr guckt, dass ihr breit aufgestellt seid, ihr guckt, dass die Differenz zwischen dem, was der Index macht und dem, was der Fonds macht, möglichst null oder negativ ist. Dann, ihr gesagt, ihr will nur in physische ETFs investieren. Ihr stellt euch damit breit auf. Die Größe muss mindestens 100 Millionen Euro sein des Fonds. Wie sieht das denn aus bei einzelnen Aktien? Da hat man ja diese Kennzahlen nicht. Eine einzelne Aktie ist ja jetzt nicht immer weltweit, hat nicht immer 100 Millionen oder was auch immer. Nach was schaut ihr denn? Außer, das ist ein schönes Unternehmen aus dem Saarland, wenn ihr euch für eine einzelne Aktie interessiert. Naja, das ist, also im Endeffekt, was ich so ein bisschen beobachte, ist auch die letzte Zeit, ist natürlich auch so mit dem Aufkommen sehr vieler auch Finanzblogger, finde ich, so ein Stück weit wird das Ganze überanalysiert. Und das gilt jetzt endlich auch für solche Sachen wie Fundamentalanalyse, für Charttechnik oder kennzahlenbasierte Analyse. Der Bogen wird so weit gespannt, dass es schon eben Kaffeesatzleserei ist, ja, weil ich eben immer einen Restunsicherheitsfaktor habe, den ich einfach, wo ich einfach mit leben muss, dass ich nicht kontrollieren kann. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum, also wer zumindest jetzt nicht ganz spitz in den Markt möchte, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld per Spekulation zu gewinnen, umgekehrt natürlich auch mit extrem hohen Risiken und Verlustwahrscheinlichkeiten operieren möchte, der sollte halt die Person muss halt diversifizieren, ja, weil es hochgradig gefährlich ist, auch die bestanalysiertesten Titel sich ins Portfolio zu nehmen. Ja. Also man sollte reingucken, ja, also man sollte auch, plädiere ich ja auch immer für, allein um der Finanzbildung willen, sich mal zumindest ein Basisbuch über Buchhaltung, ja, mal durchlesen und einfach mal so eine Bilanz lesen kann, übrigens auch von einem ETF, ne, die bilanzieren ja auch und die kann man auch nachlesen, einfach um mal zu sehen, also damit ich einfach mal lesen kann, also was das Unternehmen einmal lesen kann, aber im Umkehrschluss nicht jetzt zu viel daraus ableiten, das ist meines Erachtens recht unfruchtbar und ja, das führt dann. Warren Buffett irrt? Nee, Warren Buffett ist ja ein Insider. Also der. Investor. Ich glaube, der legt da andere Kriterien an. Deswegen finde ich, das finde ich immer einen schweren Vergleich, wenn ich so der deutsche Privatanleger mit seiner Euro am Sonntag so auf der einen Seite und Buffett auf der anderen Seite, ja. Und ich glaube, dieses Überanalysieren, das ist letztendlich das, was der Komma ja auch immer zu Recht sagt, dann letztendlich zu dieser Finanzpornografie führt. Ja. Also ja, das ist, ich glaube, der Beitrag zum Erfolg ist dann relativ bescheiden. Aber ohne überzuanalysieren. Du machst ja nicht, das nehme ich, sondern es gibt ja irgendwas, was du dir anschaust, wo du sagst, okay, das muss für mich so oder so aussehen. Was ist das? Ja, aber zum Beispiel bei mir, ich gucke, dass das muss halt in den jeweiligen Slot, der frei ist, passen oder eben in die Gesamtkomposition passen. Ja, und dann, das kommt dann eben so ein bisschen an, tatsächlich natürlich, bei mir ist die Ausschüttungshöhe spielt eine Rolle, dann natürlich auch die Branche, die Währung, ja, damit ich eben nicht in einem bestimmten Bereich überpositioniert bin und am Ende dann, weiß ich nicht, nur Bankentitel da oder was habe. Das wäre dann ja zum Beispiel vor 2007 der Fall gewesen. Ja, um genau diese Klumpenrisiken zu. Deswegen, ich habe ja auch, da kriege ich ja auch mal wieder Fragen, ich habe ja auch schlecht laufende Titel im Depot. Die laufen halt mal 3, 4, 5 Jahre schlecht, aber dann auch durch so ein automatisches Rebalancieren alles halbe Jahr reinvestiere ich ja dann quasi automatisch antizyklisch und dann gleicht sich das auch wieder aus. Deswegen bin ich da völlig entspannt und fange nicht an, und wenn ich dann nämlich anfange über zu analysieren, da, oh, jetzt müssen aber die schlechten in Anführungsstrichen müssen raus, glaube ich nicht, dass das in der Tendenz
ja, besonders fruchtbar wäre. Luis, hast du einen Prozentsatz, was eine Aktie oder ein ETF oder ein REIT an Dividende oder Ertrag im Jahr einspielen muss? Ja, ich habe tatsächlich eine Untergrenze, 5% plus Kurzfristzins. Also momentan 0, also insgesamt 5%. Mhm. Ja. Das ist sportlich. Och, da gibt es Tausende weltweit. Mhm. Ja. Aber es sind auch solche Punkte zum Beispiel, das fand ich gut, der Netter, der vorhin gesagt hat, naja, so Eigenkapitalquote ist ja so ein Thema. Habe ich zum Beispiel auch viele Jahre drauf geachtet. Mhm. Ist ja aber irgendwann mal auch drauf gekommen, naja, es gibt ja halt viele Unternehmen, die haben zwar eine sehr hohe Eigenkapitalquote, ja, also viel Vermögenswerte, wenig Schulden, ja, aber haben zum Beispiel einen schlechten Cashflow, ja. Also das heißt, die verdienen halt, ja, vielleicht mal gerade, kommen so gerade mal über die Runden, ja. Und dann gibt es wieder andere Unternehmen, und seitdem bin ich dann auch davon abgerückt, seitdem ich mir das auch so präsent gemacht habe, die haben eine sehr hohe Verschuldung, ja, teilweise vielleicht 80%, ja, der Bilanzsumme besteht eben aus Fremdkapital. Die haben aber durch das Geschäftsmodell, zum Beispiel Pharma ist so ein Fall, extrem hohen Cashflow, der auch relativ stabil ist, weil es halt eben eine Grundabnahme gibt, ja, sodass der Kapitaldienst, also zum Beispiel, was ich auch mal angucke, ist, na, der Kapitaldienst, wie hoch ist der und wie hoch ist der Cashflow jetzt über eine möglichst lange Zeit? Und dann sieht man dann teilweise bei so Pharmaunternehmen, die verdienen dann im Jahr, weiß ich nicht, das 6-, 7-, 8-fache des Kapitaldienstes. Trotz einer hohen Verschuldung ist das Geschäftsmodell teilweise stabiler als bei anderen Unternehmen, die eine sehr hohe Eigenkapitalquote haben, aber eben einen niedrigen Cashflow, wo das dann so nach und nach ausgezehrt wird. Ne? Also das ist halt wirklich sehr, wie soll man sagen, also sehr ausdifferenziert. Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, eben ja, die eine Kennzahl oder der Kennzahlenmix ist das. Ne? Ich meine, es gibt ja solche Sachen auch wie die Levermann-Strategie. Hatte ich auch gerade so einen Fachmann im Interview, die da sich dann, da basiert das ganze System eben auf so einem Satz von 12 Kennzahlen, und dann gibt es für jede Kennzahl gibt es dann eben Pluspunkte und Minuspunkte, je nachdem, wo kommt dann eben eine Gesamtsumme, und anhand derer wird dann entschieden, ob das ein Kauf oder Verkauf ist. Ne? Aber wie gesagt, aber das ist halt auch nicht mein Ding, da bin ich halt einfach auch zu sehr buy and hold and take dividend. Ja. Aber guck mal, was ich zum Beispiel vorhin meinte, es sind ja auch öfter auch so Kennzahlen, die zusammenspielen müssen. Jetzt achtest du zum Beispiel auf die Ausschüttungshöhe. Da würde es aus meiner Sicht Sinn machen, auch noch zu gucken auf die Ausschüttungsquote. Also ja, wenn ein Unternehmen aus der Substanz ja ausschüttet, sprich es schüttet mehr aus, als es eigentlich einnimmt, dann kann das halt über eine längere Zeit lang nicht gut gehen. Das heißt, wenn ich auf die Ausschüttungshöhe achte, muss ich auch ein bisschen drauf gucken, dass das Unternehmen ja, aus dem verfügbaren Einkommen da eben ausschüttet und nicht mehr. Ja, ein wichtiger Punkt, aber gleich, ich muss eine ganz kurze Anmerkung dazu machen, weil das ist auch mal wieder ein Punkt, der wird da wiederum sehr häufig verwechselt, weil dann wird geguckt, die Payout-Ratio, also diese Ausschüttungsquote, bezieht sich sehr häufig auf den Jahresüberschuss. Und das ist ja eine... Ja, auf den Cashflow gucken. Genau, und das muss ich aber, und das, ja, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so viele Plattformen, die setzen halt die Ausschüttung in Beziehung zum bilanzierten Jahresüberschuss. Und das ist ja eine im Prinzip steuerrechtliche Kennzahl. Und viel, viel wichtiger ist ja wirklich zu gucken, wie ist die Ausschüttung im Vergleich zum Cashflow mittelfristig. Ne? Das ist dann so ein Vergleich. Ne? Weil ich habe tatsächlich, es gibt viele Unternehmen, die schreiben über Jahre rote Zahlen, haben aber trotzdem einen positiven Cashflow. Das gibt's ja auch. Ne? Gerade Unternehmen, die solche sehr hohe Vermögenswerte haben, so im Bereich Infrastruktur und Immobilien. Ne? Da kommt das häufiger vor, dass sie so eine Periode haben, wo die sehr hohe Abschreibung haben durch Neuinvestitionen. Dann haben die eben negatives Ergebnis durch diese Abschreibung, aber die sind ja nicht Cashflow-wirksam. Und dann habe ich aber trotzdem eben positiven Cashflow, aus dem die Dividende locker bedienen können. Also solche Effekte gibt es dann eben auch. Ne? Ja. Könnt ihr darüber bitte auch mal eine Folge machen? Wenn du sie Cashflow. Und dann muss man vielleicht auch wissen, dass du jetzt wahrscheinlich keine sehr hohe Kurssteigerungserwartung hast, wenn du eine hohe Ausschüttungserwartung hast. Zumindest würde das ziemlich widersprüchlich sein. Also man sollte zumindest davon ausgehen, wenn einem die Ausschüttungshöhe wichtig ist, dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass der Kurs auch abgeht wie eine Rakete. Also wie man sagt, eine Wachstumsaktie wird wahrscheinlich eine kleine oder gar keine Dividende ausschütten. Und die ist halt vielleicht im Kurs viel, viel steiler in der Entwicklung als so ein hochausschüttender Wert. Da, das ist eben wieder, was ich sagte, ganz am Anfang, kommt es auf das Ziel an. Wenn Luis sagt, er achtet auf die Ausschüttungshöhe, sag mal selber, oder hast du auch eine
Mindesterwartungen an der Kursentwicklung. Also klar, es sollte jetzt nicht unbedingt fallen, aber auch in Einzelfällen. Ich gucke, wie gesagt, ich gucke da noch nicht auf den Einzeltitel, sondern aufs Gesamtdepot. Und da soll natürlich so ein Inflationsausgleich insgesamt mittelfristig ist ja das Ziel. Aber ich erwarte natürlich keine großen Kurskapriolen nach oben. Ne? Aber wie gesagt, das ist immer eine Gesamtportfolio-Betrachtung und niemals eine Einzelwertbetrachtung. Immer auf den, klar, nach jedem Jahr habe ich Gewinner und Verlierer. Das ist ja völlig normal. Das ist ja auch bei einem normalen ETF-Depot. Aber trotzdem sagst du nicht, oh, jetzt sind aber die Emerging Markets schlecht gelaufen. Jetzt kicke ich den ETF mal raus, weil der jetzt 2 Jahre schlecht war. Sondern das Geheimnis ist ja dann gerade, eben den nicht rauszuschmeißen, weiter eben zu besparen oder zu reinvestieren oder zu halten. Ja, und dann durch diese Wechsel in den Rendite-Reihenfolgen unterschiedlicher Anlageklassen davon dann eben zu profitieren. Wenn du das dann auch noch durch einen Rebalancierungseffekt damit reinbringst, dann ist das, glaube ich, eine vielversprechendere Sache, als stundenlang oder tagelang oder monatelang irgendwelche Titel zu analysieren. Ne? Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach nur, dass du wahrscheinlich dir andere Sachen anguckst, wenn du auf eine Wachstumsaktie abzielst, als wenn eine hohe Ausschüttung achtest. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Sonst, wenn jemand anders gerade noch was hat, dann denke ich nochmal nach. Witzigerweise, die größte Kursrakete bei mir ist natürlich tatsächlich so eine sehr nachhaltige Aktiengesellschaft. Brookfield Renewals, also die stellen, also Wasserkraftwerkebetreiber. Okay, allerdings, wenn die Rakete jetzt schon oben ist, dann ist es ja. Jetzt ist schon, also würde ich jetzt nicht unbedingt mir noch jetzt zusätzlich noch ins Depot legen. Ja. Aber die haben wirklich durch diesen Boom im Erneuerbaren, also durch den Bewertungsboom einfach im erneuerbaren Energiebereich, sind die jetzt massiv nach oben geschossen über die letzten 2-3 Jahre. Ja. Aber jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Es gibt ja noch den, zum Beispiel das sogenannte Dividendenwachstum. Ne? Da kann man ja auch, also du setzt jetzt auf Papiere, die schon bei 5% plus irgendwie ausschütten. Da ist aber natürlich die Erwartung, dass das noch weiter wächst. Also das wird weiter wachsen, aber nicht mehr in dem Maß wie bei so einer Aktie, die eben auch noch ein größeres Dividendenwachstumspotenzial hat, was eben auch wieder eher bei einer Wachstumsaktie, die dann erst sich entwickelt zu so einem stabilen oder etablierten Wert. Also das sind alles so Sachen, die kann man sich schon angucken, aber es hängt eben alles mit den Zielen zusammen, die man da eben verfolgt. Also darauf wollte ich nochmal hinaus, das alles so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Deswegen gibt es nicht die eine Kennzahl, wie ich auch schon gesagt habe, oder die eine Strategie, sondern ja selbst bei mir sind es ja völlig unterschiedliche Teilziele oder voneinander abgekoppelte Ziele, die dann zwar insgesamt doch wieder ein Ganzes ergeben, aber wo ich eben auf ganz unterschiedliche Sachen achte, weil es eben unterschiedliche Ziele sind, die zwar wieder ein Ganzes ergeben, aber ja, so gibt es eben nicht das eine Ziel oder die eine Kennzahl, auf die man achten muss. Okay, das heißt, als allererstes Strategy. Was will ich eigentlich? Was sind meine Ziele? Ja, was ist quasi mein Anlagehorizont? Wie ist meine Risikopräferenz? Was erwarte ich von so einer Geldanlage? Genau, und um da strategischen Überlegungen fange ich an, mir ein Portfolio aufzubauen. Und je weniger hoch meine Risikotoleranz, meine Risikofreude ist, desto weniger werde ich mir über einzelne abgefahrene Kennzahlen zur Einzelpapierauswahl Sorgen machen müssen, weil dann geht es, ihr habt schon, also mit einem sehr passiven Investmentansatz über ein langfristiges Investment, einmal Strategie festlegen, einmal aussuchen, bisschen rebalancen, aber dann ist eigentlich die Hauptarbeit am Anfang getan. Habt ihr gesagt, guckt ihr euch zum Beispiel den Cashflow an, ja, schaut, wie das Unternehmen grundsätzlich dasteht, wenn ihr in so ein einzelnes Unternehmen rein investiert oder ob es Spaß macht, ein blaues Logo hat. Ich gucke mir auch immer die Ad-Hoc-Meldungen der letzten 2 Jahre oder so, je nachdem, ja, an. Was machen die? Wie gehen die im Unternehmen miteinander um? Also wer kauft was, wer verkauft was und, ja.
Also diese ganzen Geschichten gucke ich mir auch dann schon an. Ich will dann, wie Vincent so schön sagt, ich möchte dann eine Beziehung zu dem Unternehmen aufbauen können. Und wenn mir das dann irgendwie so dubios erscheint oder die wechseln laufende Vorstand oder also solche Dinge. Ja? Also wenn der Vorstand, dreimal der Vorstand innerhalb von 2 Jahren wechselt, denke ich mir, nö. Ne? Ja. Also dann werden die mir unsympathisch und dann komme ich schon gar nicht mehr auf die Idee, dann können die Zahlen so sein, wie sie wollen. Aber dann werden sie mir unsympathisch und dann denke ich mir, nötig will ich nicht. Wie Versicherungsgesellschaften, die in Ungarn Partys machen mit unterschiedlichen Bändern. Ne? Da war doch mal was. Als Beispiel. Was mir da noch in den Zusammenhang einfällt mit Kennzahlen, was auch so ein Stück weit, aber wo man zumindest, sag mal so, als wenn man drauf stößt, ein bisschen drauf achten sollte, ist so das Thema Qualitätsaktie, ja, weil das sagt ja an sich ja auch erstmal nichts aus, ja, weil da besteht natürlich auch die Gefahr, in so einem Falle zum Beispiel eben völlig überbewerteter Titel zu tappen. Ne? Ich kann mir natürlich die Kennzahlen und dann so Betrieb analysieren und feststellen, das ist das Bombenunternehmen und sagen, ja, da investiere ich rein, das hat Zukunft, das mag ja auch sein, das mag aber sehr häufig ist dann auch der Fall, dass das dann auch Titel sind, die sehr, sehr weit gelaufen ist. Der Jeremy Siegel, Harvard-Professor ist das, der hat mal so ein Beispiel gebracht aus den Jahren, also wirklich damals schon Old Economy gegen IBM, damals so der aufsteigende Stern. Und wirklich, der hat mal aufgelistet, IBM in allen Kennzahlen Standard Oil überlegen. Ja, Dividendenwachstum, Gewinnwachstum, Umsatzwachstum, alles. Und hat aber Bilanz gezogen, 30 Jahre später, da hätten eben Anleger mit Standard Oil ein Vielfaches an Rendite gemacht. Einfach deswegen, weil permanent IBM sehr hoch bewertet war. Ja, und Standard Oil, weil es halt eben uninteressanter Wert war, schlecht bewertet war. Das Ganze gilt dann übrigens auch für Länder. Ne? Dann auch verglichen mit Brasilien, ja, und China. China boomend ohne Ende in den 90er Jahren. Brasilien Katastrophe, ja, ein Korruptionsskandal nach dem anderen, Hyperinflation. Trotzdem hat Brasilien, also der breite brasilianische Index, besser performt eben als der chinesische. Eben weil China, ja, dadurch, dass es im Fokus stand, dass wir bei diesem Thema ja Investmentpornografie und Fokus dann auf sowas lenken, extrem hoch bewertet war die ganze Zeit. Ne? Ich hab gerade ein Unternehmen, auf das ich manchmal ein bisschen schiele, was seit Jahren in einem ungebrochenen Abwärtstrend vom Kurs ist. Der Kurs wird schlechter und schlechter und schlechter, aber coolerweise werden seit Jahren alle Zahlen besser und besser und besser und der Markt schnallt noch nicht. Da gucke ich immer mal ganz interessiert hin und gibt es hier irgendwann mal so eine Tendenz, dass ich mal so einen Boden sehe mit dem Kurs, dass ich nicht so voll ins fallende Messer greife und die weiteren Jahre Abwärtstrend mitmache. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das gucke ich mir so alle paar Tage an, weil ich das doch sehr interessant finde, dass es sowas gibt. Na, aber ist natürlich völlig klar, sowas ist erstmal wirklich Spekulation. Das ist jetzt nicht der langfristige Aufbau, die langfristige Allokation, aber trotzdem sehr spannend. Ich wollte gerade sagen, du traust deiner eigenen Analyse nicht. Welche Analyse? Dass es langfristig fällt? Oder? Hey, du hast ja gesagt, die anderen Zahlen steigen. Also die anderen Zahlen nehmen ständig zu. Oder werden fällt und nicht ein. Das kauft mir das Ding doch nicht. Das ist doch vollkommen egal. Das ich wäre auch sagen. Das Ding zu kaufen. Punkt. Nee. Ich kaufe nicht in einen fallenden Kurs rein, wenn ich mir das angucken kann und sie auch 5 Tage später kaufen kann. Also das ist dann aber natürlich mehr Arbeit. Ja wieder. Wann merkst du den Tiefpunkt? Wenn ich die Veränderung merke, also ich könnte ja zum Beispiel sagen, wenn ich ein Hammersignal in den Candlestick sehe. Ja, ganz Hammersignal. Drei grün oder zwei grün, fünf grün. Könnte so ein bisschen gucken. Also ihr merkt, das ist durchaus ein ganz interessantes Thema. Aber nein, ich kaufe die jetzt noch nicht. Ich gucke es mir weiter an. Find's aber sehr, also ich glaube, grundsätzlich sind wir uns schon mal alle einig und ich hoffe, dass auch alle Zuschauer das ähnlich sehen, dass es keine Option ist, nicht investiert zu sein. Ja? Und je nachdem, also natürlich ist eine Option, nicht investiert zu sein, aber keine Option, die wir für richtig halten. Und dass es wirklich sehr, sehr schlau ist, zu sagen, okay, ich möchte die Börse nutzen, um
einfach meinem Vermögen die Chance zu geben, sich zu entwickeln, zu wachsen, einen Beitrag für mein Leben zu leisten. Es gibt unterschiedlichste Strategien, von ganz breit zu ganz spitz. Was vor allem wichtig ist, ist euer eigenes Ziel, ist eure eigene Präferenz, die sich dann wiederum in eurer Strategie niederschlägt, die dann wiederum dazu führt, nach welchen Kriterien ihr welche Wertpapiere auswählt. Sehr gerne jedem nochmal so einen Schlusssatz rüberschießen. Vielleicht habt ihr noch was, was ihr mit unseren Zuschauern teilen wollt, die heute nicht so fragewütig waren. Wir freuen uns, wenn ihr uns Fragen stellt, weil dann können wir in unseren Finanztalks genau das an Infos raushauen, was für euch am allerwichtigsten ist. Ansonsten natürlich von mir wie immer der Tipp. Unsere vier Experten hier haben alle coole Blogs, haben alle coole Kanäle, haben Facebook-Gruppen. Schaut da rein, vertieft euch in die einzelnen Themen, abonniert die Channels, schaut, dass ihr euch da einfach mit dem Wissen noch so ein bisschen, ist nämlich super spannend und lohnt sich. Und jetzt übergebe ich mal an euch, damit jeder von euch vielleicht nochmal so einen kleinen Abschlusssatz lässt. Ja, Annette, du hast das letzte Mal gesagt, du willst nicht anfangen. Ah nee, Vincent hat jetzt angefangen. Komm, Vincent. Nee, ich wollte nochmal den Qualitätsaktienansatz von Luis aufgreifen. Das ist ja auch so ein Ding. Es gibt ja so Firmen, die halt mega bekannt sind und über Jahre Top-Unternehmen sind. Und dann können da ja auch diese sogenannten Fallen Angels draus werden. So zum Beispiel General Electric, ja, das ist ein Riesenunternehmen gewesen, USA, jahrzehntelang immer in den Top 10 der größten Aktienunternehmen der Welt. Und heutzutage notieren die irgendwo unter $7 pro Aktie und da kann man sich auch nicht langfristig dran orientieren und denken, ja, das ist halt ein gestandenes Unternehmen, das wird immer so bleiben, das wird immer so sein, dass eben, ja, dass es eine gewisse Entwicklung gibt und die kann dann eben irgendwann auch mal rückläufig sein und sich auch nicht mehr wieder umkehren in die andere Richtung. Ansonsten habe ich meine Diversifikation ja groß und breit ausgeführt, aber um da den Bogen zum Anfänger oder Einsteiger zu schlagen, also das Wichtigste, wenn man dann anfängt, ist glaube ich erstmal, also wenn man da nicht weiß, wo man sich da wiederfindet in meinen ganzen Sachen, einfach als erstes mal an den langfristigen Vermögensaufbau, also Altersvorsorge denken und da den Grundstock legen, ist ja dann vielleicht in jungen Jahren oder so auch erstmal eine Frage, wie viel ich da jeden Monat für zur Seite legen kann. Und dann ist so ein langfristig ausgelegter ETF-Sparplan wahrscheinlich auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Das wollte ich einfach nochmal sagen, dass man jetzt nicht da mit wilden Optionen oder Optionsschein und was wir alles hatten, Unternehmen im Saarland, die einem irgendwie am Herzen liegen, anfängt rumzuhantieren, sondern wirklich, wenn man einsteigt, wirklich so eine grundsolide Geschichte erstmal startet und da drumherum dann im Laufe der Zeit seine anderen Sachen dann platziert. Du darfst jetzt den Ball weiterschmeißen. Ah, dann gebe ich weiter an Anne. Ja. ja, alles, was Vincent gesagt hat und noch mehr. Wenn es denn dann irgendwie dann mal um Einzeltitel, und ich meine mit Einzeltitel dann Einzelaktien oder dann noch weiter in Optionen oder Optionsscheine oder was es auch immer auf diesem Riesenmarkt alles so gibt, ja, lies alles, was du darüber finden kannst. Ja, also weil, wie gesagt, du kannst Meldungen von den letzten 3, 4, 5 Jahren nachvollziehen. Du kannst dir die Zahlen von den ganzen Jahren angucken und entwickelst dann damit, natürlich wäre ein Buch zu lesen bezüglich von Kennzahlen und sowas nicht das Verkehrteste, ja, damit man diese Zahlen auch irgendwie mit Leben füllen kann. Ja. Aber damit man tatsächlich ein Bild von dem Unternehmen kriegt, wo läuft das denn hin? Ja. Das muss dann nicht heißen, dass du richtig liest damit, wo es hinläuft. Ne? Aber so rein nach dem, ach, ich habe heute die und die Aktie gesehen, die ist furchtbar unbewertet und 7 Analysten haben gesagt, die kann man jetzt kaufen, dann kaufe ich die doch jetzt. Ja? Das ist einfach Quatsch. Ja? Das geht auch nicht gut. Und dann halt auch wenn du Zusammenhänge nicht verstehst, weil zum Beispiel in dem einen Fall kann es ja mal sein, dass ein hoher Verschuldungsgrad klasse ist. Also wenn du dann da tatsächlich da stehst und denkst dir, ja, das Unternehmen gefällt mir gut, die ganzen Zahlen gefallen mir gut, der Verschuldungsgrad ist mir zu hoch, ja, dann
nutze die Möglichkeiten, die es heute gibt. Du kannst in Louis' Gruppe fragen, du kannst in meiner fragen, in Vinzenz' Gruppe fragen, du kannst überall nachfragen. Sag mal, was heißt denn das? Wie interpretiert ihr das denn? Und dann nutze doch diese Schwarmintelligenz. Weil darüber kannst du nur lernen. Kann nichts schaden. Das wäre so, ja, das wäre so mein Tipp in Bezug Richtung Einzeltitel. Louis, mach weiter. Ja, bei der Wertpapierauswahl mein Tipp immer im Hinterkopf behalten. Kongo Gumi, das Unternehmen mit der längsten Geschichte, nämlich 1500 Jahre. Das ist auch immer so den Titel, den erzähle ich immer am Schluss auch immer von meinen Webinaren. Kongo Gumi war oder auch in einer völlig krisenresistenten Branche unterwegs. Das war nämlich buddhistische Tempelbauer. Und wie gesagt, das Unternehmen hat 1500 Jahre existiert und der 40. Kongo musste dann vor den Insolvenzrichter in Japan treten und das Unternehmen schließen lassen. Da war es dann auch insolvent. Und im Hinterkopf deswegen, um eben die nötige Demut immer mitschwingen zu lassen, dass alles vergänglich ist, auch eine Apple, Amazon und wie sie alle heißen. Und dann bleibt ja noch die Dani. Genau. Okay, also was wir ja schon auch gemerkt haben, es sind nicht nur Kennzahlen, sondern es sind auch viele weiche Faktoren. Ich würde auch, wie Annette, also nachdem auch alles, ne, was Vincent und Louis gesagt haben, aber immer noch mal eine Querrecherche, was geschrieben wurde, was vielleicht auch wirklich Brancheninsider über ein Unternehmen sagen. Ich finde auch total wichtig, dass man Spaß und Freude daran hat, Unternehmen zu analysieren, damit man auch bei der Stange bleibt. Und ja, je mehr Wissen du aufbaust, desto besser. Desto eher kannst du tatsächlich Unternehmen bewerten und vergrab dich nicht ganz zu sehr in diese Kennzahlen. Das wäre auch mein Tipp. Und versteh vor allen Dingen das Geschäftsmodell und entwickel auch irgendwie eine bestimmte Beziehung. Keine Liebe zu dem Unternehmen, auf keinen Fall. Nüchternheit ist da Trumpf. Manche lieben ja dann ihre bestimmte Aktien. Davon würde ich jetzt abraten. Fürs Zockerdepot geht das vielleicht, aber ansonsten ist das keine gute Strategie, wenn man sie dann nicht wieder loslassen kann, wenn sie wirklich schlecht performen. Ja, nicht dem Home-Bias aufsetzen. Ne? Nicht nur gerne deutsche Aktien oder europäische Aktien, sondern weltweit gucken. Yes. Ich danke euch ganz herzlich auch an alle, die live mit dabei waren. Ihr könnt uns auf Facebook auch gerne noch eure Fragen stellen, dann beantworten wir die auch noch später. Ansonsten ran an die Börse. Ihr habt hier viele tolle Menschen, die euch bei den ersten Schritten helfen können, die euch begleiten können, damit es kein Nasenstüber gibt, sondern dass ihr das sicher machen könnt. Habt einen zauberhaften Abend und wir sehen uns in 8 Wochen um 19 Uhr am Montag wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Mhm. Tschüss. Ciao. 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 Schönen Abend.